mein RTL. Meins ist das jetzt. Ich übernehme den ganzen Scheiß hier. Mein RTL. Meine lieben Schlingelses, meine lieben Schlingelinen, ich grüße euch. Es geht weiter. Wir holen uns ein paar Runen ab. Wir gehen zum Rad und drehen am Rad. Ja, naja, naja. So, dann werden wir hier einmal angreifen. Hier können wir noch nicht angreifen. Die Festung. Oh, ein Stärkestein. Stark. So, Gegner wechseln. Ja. So, hier werde ich noch warten, bis hier ausgebaut ist mit den Angriffen, denn dann gibt es mehr pro Held. Deswegen, ja, will ich da erst drauf warten und dann werde ich die Helden abfarmen, damit ich ein bisschen mehr von denen kriege. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Da waren wir stehen geblieben. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Das kommt in die Toilette. Das kommt in den Kessel. So. Mhm. Kann ich dir helfen? Ja, sind nochmal 20 Punkte. Oh. Oh ja. Oh ja. Definitiv. So, hier, wie sieht's aus? 185, 244. Na gut, hauen wir mal den neuen Stein rein. Die hier. Die werden wir. Ups. So, den Stein gewinnen. Einsetzen. Und die werden wir zerlegen. Zack, hinfort. Dann werden wir zur guten Hexe gehen. Und die zwei Gegenstände neu verzaubern. Oh, das ist enttäuschend. Das ist die Erschlag, oder? Ah, verdammt, das wäre schon ziemlich wichtig. Naja, vielleicht können wir ja hier beim ersten Kampf was holen und dann geht das ja vorwärts. Wir versuchen ihn hier. Ja. Schön, dass er permanent krittet und ich halt einfach gar nicht. Oh Mann, ist das euer Ernst? Fünfmal Dungeon Pet Habitat, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Mhm. Die da. Dann gehen wir zu den Pets. Und hier gibt es jetzt ein üppiges Mal für fast jeden. Aha. Ein Pet auf 100. So muss das sein. Wunderbar. So, Schatten 77. Ja, dann würde ich doch gerade sagen, da tue ich mir mein Feuer gleich wegziehen. Jawohl. Und da ist der auch schon fertig gefüttert. Ist die Frage. Versuchen wir. 84, 87. Ist eigentlich alles noch ein bisschen zu schwach. Ne, da versuchen wir nochmal weiter, Tivic. Ja, ja. Es ist halt ein Lucky Try, wenn dann. Dann wechseln wir die Maske. Und gehen jetzt an. Quatsch, schnell in die Festung. Ins Portal. Ja, das war ein guter Versuch. Und wechseln nochmal die Maske. Denn ich denke mal, zu Beginn und zu Ende werde ich erstmal hier versuchen weiterzukommen. Aha, sowas wollte ich mal sehen. Nicht nur einmal. Jetzt hätte ich One-Shot. Jawohl, wusste ich doch. Naja, war ja prinzipiell gar nicht mehr so schlecht. Hier habe ich ja schon reingeguckt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich klicke hier ein bisschen weiter und wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Es geht weiter. So. Dahin. Hier wäre ich dafür. Wir versuchen ihn hier. Erfolgreich. Sehr schön. Zerlegen wir. Jawohl. Dann bei den Pets. 86. Du hast drei Pets. Nicht schlecht. Und wir werden weiterhin Tivic. Yeah. Immer noch nicht. Gut, auch in den Wirbelwind. Aha, es reicht. Aha.
Oh, schade. Sehr enttäuschend. So, die Festung. Katsching. Nein, einer weniger. Wir wollen nicht so verschwenderisch mit unseren Soldaten durch die Gegend werfen. Ach, nicht ganz. Ach so, genau. Held anlocken. Haha. Da war ja was. Sehr schön. Was bauen wir dann als nächstes aus? Wir bauen hier den Seelenextraktor aus. So. Da holen wir noch was ab. Und dann werde ich sagen, ich mache hier weiter. Und wir sehen uns gleich wieder. Hallo und willkommen zurück. Es geht weiter. Heute läuft es richtig schön scheiße. Entschuldigung für das Wort, aber es ist so. Also irgendwie läuft da irgendwie gar nichts so. Irgendwie. Aha. Man muss nur drohen, dann geht's. Gegenstand zerlegen, jawohl. Gegenstand zerlegen, jawohl. Okay. Hinfort. So, dann. Da wollen wir hin. Hier, es sieht eigentlich ganz gut aus, so bärentechnisch. Ich habe ein paar gefunden. Das war gut so. Und. Ja, nee, hätte ja klappen können. Gehen wir mal hier hin. Stopp, dann müssen wir erstmal die Maske wechseln. Denn sonst, ne, bisschen doof. Ah, schade, das reicht einfach nicht. Oh, die lassen wir für morgen zum Zerlegen. Die ist nicht. Gibt schön viel arkane Kristalle. Von daher gönnen wir uns die. So, und 36 Sekunden kriegen wir die irgendwie noch hingeschummelt. Obwohl, bringt uns ja eh nichts. Ich muss ja dann eh weiter sammeln. Also von daher passt schon. Dann würde ich sagen, bis gleich. Willkommen zurück auf der Insel der Bekloppten. Es geht weiter. Heute muss ich sagen, läuft die Arena äußerst bescheiden. Das kann man gar nicht anders sagen. 6 von 10. Euer Ernst? Ah. Es gibt Dare, da bist du im Kopfschütteln nicht fertig. So, da wollen wir mal gucken, ob wir hier einen Magier mit 2000 Ausdauer eventuell was anhaben können. Oho. Ich glaube, ich muss einfach nur die Kämpfe nur dann machen, wenn ich aufnehme. Dann klappt das auch irgendwie. Crank. So, Tiewitsch, komm. Ah, war ein guter Versuch. Hat aber ganz gereicht. Oh, nicht als Teddy, sondern als Kätzchen. Let's go. Ah, reicht auch wieder nur zu einem Mal. Schade. Ah, doch, Glück, okay. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich das richtig gesehen hatte. So, hier müssten wir noch ein paar Sekunden warten. Also holen wir Seelen ab. Schnell einen Überblick verschaffen. 3,8. 4,2. Das heißt ab 5, glaube ich. Jawohl. Also das heißt erst der, dann der. Hoffentlich kriege ich das relativ schnell übereinander. Hier brauche ich ja dann 11.000. Das dauert schon ein paar Minütchen, bis ich das hinbekommen habe. Aber gut, schauen wir nochmal hier, ob wir jemanden abfarmen können. Ja, nämlich 2. Bei den Steinmauern habe ich bis jetzt immer Pech gehabt, dass einer leider nicht gereicht hat. Aber gut, was willst du tun? Ist halt so. Flatterkisten technisch, es geht voran, es geht voran. Und ich treibe das Spielchen weiter und melde mich gleich wieder. So, auch dieser Tag neigt sich dem Ende zu. Und zwar habe ich es endlich geschafft, 10 Kämpfe zu gewinnen. Es wurde auch mal Zeit. So, hier können wir noch ein paar Mark machen. So. Hinfort. So, wie sieht es denn hier skilltechnisch aus? War das? Ja, war. Machen wir hier noch einmal. Gerade so. Dann werden wir ein wenig Glück skillen. Ihr wisst ja, mein Glück ist eher, naja, ne? Aber gut, vielleicht hilft's ja. Soll ja nichts ausschließen. Versuchen wir weiterhin Tiewitsch. Und scheitern. Sehr ärgerlich. Der letzte Kampf des Tages geht in die Lichtwelt. Und da versuche ich die ruhelose Seele irgendwie zu vermöbeln. Aber man sieht schon, mein Crit-Status ist sehr, sehr gering, auch wenn ich gerade frisch geskillt habe. Und er haut mir halt einen Crit nach dem anderen um die Ohren. Super.
Aber das will ich nicht so stehen lassen. Ich versuche noch zweimal bis 560 Pilze runter. In der Hoffnung, dass ich eventuell ihn doch noch legen kann. Wenn ich mal so einen zweiten Crit danach raushauen könnte, wäre das ja nicht schlecht. Das war jetzt 15k im Minus. Das ist nichts. Gar nichts. Jo, natürlich macht er einen Crit und ich nicht. Gut, da merkt man halt auch, dass ich jetzt die Waffe, eine normale Waffe habe, keine Epic-Waffe mehr, die mir das Glück noch geskillt hat. Oh. Letzter Angriff läuft. Und als nächstes wartet auf uns die wütende Seele. Ich glaube, das war ein Geschickgegner. Ich möchte es zumindest mal antesten. Mal sehen, was dabei rauskommt. Oh, ist auch ein Intelligenzgegner. Hätte ich jetzt wieder die andere Maske nehmen sollen. Naja, mit dem Crit hätte ich ihn vielleicht legen können. Okay. Wir setzen unser neues Ziel. 550 Pilze und dann ist auch gut. Also schauen wir mal, ob wir vielleicht was ausrichten können. Ah. Wenn ich so einen Crit mal... Danke. Ja, natürlich muss er dann auch einsetzen. Das kann, ja, logisch. Logisch. Mann, das hätte es eben schon sein können. Instant. Jo. Jo. Warum setze ich keinen zweiten Crit nach? Warum nur er? Naja, aber ich glaube, der fällt sogar. Also es ist zumindest möglich, wenn ich mal ein wenig häufiger critten würde. Okay, dieser Versuch läuft sogar ohne Crit ab. Okay, okay. Da kommt man sich schon ein wenig veräppelt vor. Komm schon. Aha. Ja, zwei Stück nacheinander hätten gelegt. Wieder so ein Tag, wo du mit dem Kopfschütteln einfach nicht fertig wirst. Natürlich macht er Kritz. Natürlich macht er mehrere Kritz. Der schlechteste Versuch bis jetzt. Läuft. Komm schon. Komm schon. Crit. Ach ja, natürlich kommt dann von ihm Crit. Was sonst? Boah, das gibt's doch nicht. Es ist immer so unglaublich eng. Und seine ganzen Crits. Ja, natürlich. Klar. Logisch. 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 Moment. Ich habe noch ein paar Pfennig übrig. Na komm. Sehr schön. Vielleicht hilft es ja was. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber man hofft. Na, war schon mal ein Crit. Komm. Ah, ja, natürlich. Schlimm ist natürlich, ein Crit von ihm tut natürlich unglaublich weh. Je weiter der Kampf fortgeschritten ist. Komm. Nee, 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 nee. Heute will es nicht. Aber kommt noch, bin ich mir sicher. So, schauen wir mal, ob wir hier jemanden dranziehen können. Leider nein. Wieder ein paar Seelen geerntet. Und dann gehen wir in die Ehrenhalle. 522 ist der heutige Rang. Ja, Top 500. Ich komme, ich bleib dabei. Die Gilde auf Rang 11. Der nächste Raid ist schon gestartet. Wunderbar. In der Festung Rang 416. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Die Pets auf Rang 308. Doch, ist recht solide. Die Unterwelt auf 389. Ja, da geht's auch solide nach vorne. So wie das sein muss. Mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber das könnt ihr ja alles morgen wieder hier weiter verfolgen. Bis dahin, grüßt eure Eltern, besonders Vater und Mutter. Und wenn ihr niemanden seht, dann braucht ihr nichts zu sagen. Bis morgen.